grundsätzlich steigt natürlich die Spannung am Spieltag. Man ist sehr konzentriert auf das Spiel, man geht nochmal seine eigene Aufgabe durch, was von ihm auch erwartet wird am Spieltag. Und ja, für mich, ich werde eigentlich immer ruhiger, je dichter es zum Spiel geht, weil wir die ganze Woche über hinweg hoffentlich so gut gearbeitet haben, dass die Spieler wissen, was zu tun ist. Und deswegen werde ich eigentlich zum Spiel hin immer etwas cooler. Schon natürlich bei den Essenszeiten an den Tischen oder auch in Besprechen ist natürlich absolute Handy-Verbotszone. Da wollen wir kommunizieren, da wollen wir uns austauschen, miteinander sprechen und nicht permanent aufs Handy gucken. Von daher ist klar, dass die Handys dann außer das Einstellen der Musik vor dem Spiel erstmal zweitrangig ist. In der Regel nutzen wir die gesamte Trainingswoche, um uns auf den Gegner bestmöglich vorzubereiten. Wir haben mehrere Videoanalysen. Wir zeigen den Spielern einzelne Szenen, wie sie auf dem Platz zu funktionieren haben. Und auf der Fahrt zum Spiel, nach der Besprechung, passiert eigentlich nichts mehr. Da hat auch jeder Spieler sein eigenes Ritual. Da lässt man die Jungs auch in Ruhe und ja, dann geht es dann auch schon los. Die Spieler gehen auf den Platz, sie schauen sich den Platz an und wählen natürlich dann auch ihre Schuhwahl, welche Schuhe für diesen Platz dann auch entsprechend die besten sind. Das ist jedem Spieler allein überlassen. Wir sind alles Profis, die Jungs auch, und sie treffen schon die richtigen Entscheidungen, um dann nachher auch die bestmögliche Leistung abzurufen. Aus dem letzten Grund hat es Fixi-Platz, wo die Spieler das Platz haben. Auswärts entscheide ich, wie was sie hocken. Aber ich nehme meistens die Spieler, die es gut haben miteinander und nicht zusammen. Ja, beim Aufwärmen geht es in erster Linie darum, dass unser Athletiktrainer und auch der Co-Trainer die Jungs ja, bestmöglich auf das Spiel vorbereiten. Wir starten in der Regel mit einer kurzen Ballarbeit, dass die Spieler sich an den Platz und auch an die Bedingungen gewöhnen. Ja, wir haben ja heute hier das Testspiel in Freiburg wirklich ja, sehr gut absolviert. Unsere Mannschaft hat da einen sehr selbstbewussten Auftritt hingelegt. Wir haben den Gegner von Beginn an unter Druck gesetzt, zur Halbzeit 2-0 geführt. Ja, und nachher haben wir auch durchgewechselt, haben allen Spielern die Möglichkeit gegeben, sich gegen einen Top-Gegner zu präsentieren. Unsere vielen jungen Spieler aus der Akademie haben Erfahrung gesammelt auf diesem Niveau. Und da spielt das Ergebnis für mich heute keine Rolle. Wir haben genügend Chancen auch noch gehabt, um das Ergebnis zu egalisieren. Ich bin sehr zufrieden mit dem Auftritt meiner Mannschaft. Und ja, jetzt haben die Jungs zu Recht ein paar Tage Pause. Ja. Es ist immer schön, alte Bekannte wieder zu treffen. Und auch hier in Freiburg mit Christian Streich habe ich immer ein gutes Verhältnis. Viele Spieler, mit denen ich natürlich auch schon zu tun hatte. Man hält ein kurzes Pläuschen, man freut sich auf das Wiedersehen. Und ja, das hat natürlich schon Spaß gemacht.